Hallo, schön, dass du da bist und herzlich willkommen bei Quint E, dein Podcast für mehr Lebensqualität mit Beatrice Bürger. Ein kleiner Hinweis für dich. Beatrice und ihr Interviewpartner saßen an unterschiedlichen Standorten. Das Gespräch wurde über das Internet aufgenommen. Hierbei kann es gelegentlich zu Störgeräuschen kommen. Danke für dein Verständnis. Teil 2. Ja, mir geht's um, das Wort ist so ein bisschen abgelutscht, würde ich jetzt mal sagen, wenn ich es so einfach ausdrücken darf. Wir reden alle von Nachhaltigkeit, aber ich möchte kein Berater sein, auch wie es das teilweise noch gibt, dass ich für so ein einzelnes Projekt für so und so viele Stunden einen Tag hinkomme und entweder ein Training mache oder mal kurz mit der Führung was berate. Dann passiert eine Maßnahme, vielleicht noch ein Vortrag und dann ist Schluss. Das hat nichts mit Veränderung zu tun, weil Veränderung geht immer langsam. Ne? Erstmal muss der Mind geöffnet werden, die Leute müssen abgeholt werden. Der Blickwechsel ändert sich ja auch erst langsam und dann braucht es eine Idee, wie kann es weitergehen. Und man muss dranbleiben. Die Leute brauchen eine Begleitung, man muss im Gespräch sein und machen kann es immer derjenige nur selber. Ich möchte nicht im Unternehmen sein und da eine Veränderung initiieren und ich bin verschwunden. Und dann nach ein paar Jahren höre ich, es ist immer noch alles, wie es war. Weil das ist eine Art von Beratung, die passt nicht mehr in diese Zeit, wie sich jetzt alles so entwickelt. Ich sehe mich auch eher, das Wort Coach mag ich schon gar nicht mehr, ich sehe mich eher als so ein Sparringspartner, so als jemand, der aus einer Metaperspektive von außen die Möglichkeit hat, Fragen zu stellen, auf die wir ja selbst, wenn wir in unserer Welt sind, gar nicht kommen, weil wir ja so sehr in unserer Spur sind. Das geht mir ja selber genauso. Ich brauche auch eine Supervision oder ein Coaching für meine eigenen Projekte, weil ich mich auch verfahre, weil ich auch teilweise Scheuklappen kriege. Das ist so, wir sind Menschen. Ja, ich habe mir auch jetzt zur Zeit, ich habe mir ein einjähriges Coaching gebucht, weil ich... Ja. Ja, alleine dieses Projekt, was ich jetzt hier stemme, das ist wie mit dem Schuster und deinen eigenen Schuhen. Ab und zu braucht man auch mal Inspiration oder jemand, der einen in den Hintern tritt, damit es vorangeht. Ja, das habe ich auch. Das habe ich auch, weil das ist so. Es geht ganz schnell. Sonst wüssten wir ja auch als Berater oder als Coach alles selber. Wir hätten das tollste Leben. Es wäre alles nur noch perfekt und das gibt's nicht in dieser Welt. Nichts ist perfekt. Und selbst wenn es perfekt wäre, ich glaube, es wäre total langweilig. Allglatt und langweilig. Auf jeden Fall. Mhm. Oh Mann, total spannend. Jetzt warte mal, ich muss mal ganz kurz auf meinen Zettel gucken, weil wir haben jetzt uns so verblubbert. Ich fand es total interessant, jetzt mit dir einfach weiterzusprechen. Das ist aus deinen Fragen rausgebracht, ne? Ja, aber das ist völlig in Ordnung, weil das ist ein gutes Zeichen. Das ist einfach nur ein gutes Zeichen. Also zwei Sachen, die mir gerade in den Sinn gekommen sind. Das eine ist, wenn du als Beispiel jetzt deinen Alltag gerade mal so ein bisschen geschildert hast und du hast ja gesagt, du betreust deine Kunden eher länger. Hast du ein authentisches Beispiel, ohne Namen zu nennen, wo du gemerkt hast, das war total schlimm oder das war nicht so gut und er ist gewachsen, du hast über einen längeren Zeitraum betreut und jetzt ist es so. Was hat sich da verändert? Ich habe eins, jetzt muss ich nur aufpassen, dass die Leute aus dem Norden, die mich kennen, wenn das jemand hört, den ich erkenne. Ja, also, ich habe in einem Unternehmen, was ganz schnell gewachsen ist, also ein ganz tolles. Und ich muss erst mal sagen, in einem ganz tollen Unternehmen Geschäftsführer begleitet. Und es war so, dass die so toll gewachsen sind mit ihrer Geschäftsidee, dass die gar nicht gemerkt haben, dass die kein Start-up mehr sind und alles auf Zuruf und kreativ und so locker, flockig gestalten können, sondern dass die doch etwas Strukturen brauchen. Ich liebe Agilität, aber wenn sie ins Chaos verfällt, dann ist das teilweise nicht gut. Also es war so, dass die dann fast 100 Mitarbeiter waren und es gab kaum Struktur und die beiden haben auch noch mitgearbeitet. Mhm. Im,
Also haben sich nicht in dieser Führungsrolle gesehen oder in dieser Managementposition, sondern waren eben auch ganz stark im Doing. Und was dann passiert ist, ist, es gab am Anfang mal so eine gelebte Kultur, nie eine, die man sich wirklich mal aufgeschrieben oder ausgearbeitet hatte. Die alten Mitarbeiter waren in so eine Spur, die hatten wie so eine Familie gebildet. Und die Neuen, die kamen, die waren wie so eine andere Welt. Also als ob da zwei Kulturen nebeneinander agierten. Und dann baute sich da ganz viel unter den Mitarbeitern auf. Und ja, plötzlich ging es in diesem Unternehmen wieder bergab. Das haben auch die Kunden halt gespürt. Und die Kommunikation war nicht klar, nichts. Und dann haben die mich gerufen. Und ich habe mir das angeguckt und habe gesagt, wir machen erstmal eine Mitarbeiterbefragung. Bevor wir die Kunden befragen, dass die Kunden nicht zufrieden waren, hatten wir gesehen, es wurden immer weniger. Was ist mit den Mitarbeitern los? Und das war, also ich bin seit 2006 selbstständig, die schlimmste Mitarbeiterbefragung, die ich je gesehen habe. Ich habe gedacht, so ein Mist, wie sage ich denen das? Also im Prinzip war es so, dass man es auch so formulieren könnte, wir haben ein tolles Gebäude, wir haben unseren Lieblingsjob, aber hier und so macht er uns keinen Spaß. Und wenn jemand weg müsste, wären es dann eher die Chefs. Oh. Und das war wirklich fast in jedem einzelnen Fragebogen. Und ich hatte da so ein paar Felder eingebaut mit Freeform-Text. In der Regel kommen da einzelne Sätze. Der hat teilweise nicht ausgereicht. Ich habe Briefe dazu gekriegt von den Mitarbeitern, wo Beispiele drin standen und alles. Also die waren sehr vertrauensvoll. Wir haben es auch gut gemacht vorher, dass wir erstmal da eine Vertrauensbasis aufgebaut haben. Die haben mich kennengelernt. Die wussten, mit wem sie es zu tun haben und haben sich zum Glück sehr geöffnet. Und dann nach der Schockphase, nachdem dann die Unternehmensführung gemerkt hat, was da eigentlich los ist und warum die Arbeitsleistung so schlecht ist, warum es keine Teamarbeit gibt, warum die Fluktuation so hoch ist, warum der Krankenstand so hoch ist, haben wir dann ja wie so ein Open Space gemacht mit den Mitarbeitern. Wir haben das ausgewertet und haben die Mitarbeiter dann kreieren lassen, was die wollen. Und das wiederum haben wir dann mit der Geschäftsleitung sukzessive in kleine Arbeitsgruppen überführt und haben uns gleichzeitig den Führungsstil angeguckt und die Kommunikation der Führung zu den Mitarbeitern. Ja, und da haben die jetzt in den letzten Jahren Step by Step dran gearbeitet. Und es sind ein paar Mitarbeiter trotzdem noch gegangen, es sind noch ein paar neue dazugekommen. Es ist stabil, es ist eher Wachstum, es ist ein super Klima und es gibt eine Top-Mitarbeiterbefragung. Super. Und die freuen sich, wenn ich komme. Und ich freue mich, wenn ich dahin komme. Ja, also das ist so ein Beispiel, wo ich sagen muss, yes. Also das ist wirklich, die sind jetzt trotz ihrer Größe, gibt es da so eine Art familiäres. Ne? Die haben auch ihr Warum geklärt, die haben eine Kultur definiert, aber die durften die auch selber kreieren, diese Kultur. Zum Glück waren das zwei junge in der Geschäftsführung, junge Menschen, offene Menschen, die vorher einfach, die wussten es nicht besser und dachten, wenn die fachlich gute Arbeit leisten und den Mitarbeitern alle Qualifikationen geben, dann wird das Unternehmen schon vorankommen. Also das, was die für ihre Kunden kreiert haben, war immer super. Innovativ und alles. Aber das Miteinander und die Ausrichtung und die Führung, vor allem es gab keine Kommunikation, ne? Kein Lob, kein Feedback. Die Mitarbeiter haben halt beschrieben, die wussten nicht, wo sie standen und so. Und also die haben wirklich eine ganz steile Kurve gemacht. Aber das war jetzt ein Prozess und das ist nicht lange, von 2,5 Jahren. In der Regel, einem richtig großen Unternehmen würde das ewig dauern. Ne? Aber die haben wirklich und sind dran und man kann es denen nur wünschen, dass die das durchhalten. Und ich glaube, das machen die. Das, da wirst du quasi deinem Namen alle Ehre, ne? Coaching for Change, super, ja. Super, vielen, vielen Dank für das Beispiel. Gibt es denn irgendetwas, was du unseren Zuhörern, das ist jetzt eine kleine Aufgabe, was du unseren Zuhörern als Aufgabe geben würdest, wenn sie in einer Situation stecken,
Also jetzt nicht als Beispiel das, was du gerade genannt hast, aber wo sie vielleicht ein Problem haben und gedanklich da schon seit ein paar Wochen oder Monaten vielleicht schon dran hängen, was sie gerne machen würden, sich aber nicht trauen. Und das innerhalb, ich weiß nicht, kannst du jetzt sagen, innerhalb von 24 Stunden oder innerhalb von einer Woche umsetzen könnten. Wie kommen sie raus aus ihrem, verdammt, ich will, aber ich traue mich nicht. Oder so. Ja. Also was ich machen würde als allererstes ist, ich würde mir wirklich nochmal angucken, was will ich, was ist das? Also Fokus. Unsere Energie folgt nämlich immer unserem Fokus. Ist das wirklich mein Ziel und was sind die Konsequenzen, wenn ich das umsetze? Weil es gibt ja auch negative Konsequenzen teilweise. Weniger Zeit, was auch immer was sein kann, ne? Irgendwelche Freunde, die ich nicht mehr treffen kann oder was auch immer. Also sich mit dem Ziel als erstes auseinandersetzen, sich das auch nochmal aufschreiben. Was will ich? Wie sieht's genau aus? Und dann gehe im nächsten Schritt, das, was die meisten auch kennen, sich schon mal wirklich damit auseinandersetzen, wie ist es, wenn ich dieses Ziel erreicht habe? Also diese Begeisterung schon mal schüren, damit ich, es gibt so ein Wort, das heißt Joy Fear, Furchtfreude. Das hört sich an, als ob das nicht zusammenpasst. Aber wenn unsere Begeisterung größer ist als die Angst oder der Aufschub dessen, was wir da eben nicht tun, dann springen wir. Und das wäre das, was ich als allererstes mal klären würde. Also diesen Fokus. Sich dann bewusst zu werden, warum tue ich es eigentlich nicht? Und schonungslos ehrlich mit sich umgehen. Also wirklich mal so ein Status quo. Warum tue ich es nicht? Und wenn ich dann weiß, warum ich es nicht tue, falls es da was gibt, was kann ich tun, um diese Hindernisse wegzuräumen? So, das wäre der nächste Schritt. Und sich dann überlegen, was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn dieses Ding schief geht? Und mal die Angst. Was ist wirklich das Schlimmste? So in dieses Katastrophisieren richtig reingehen. Und was ist aber das, wenn ich gewinne, was ich gewinne, wenn ich es tue? Und wenn der Gewinn größer ist als das, was ich da riskiere, weil es gibt immer irgendetwas, was ich tun kann, wenn es schief läuft, dann sage ich, worauf kann ich vertrauen? A, meine ganzen Ressourcen. Was habe ich alles schon geleistet in meinem Leben, was gut gegangen ist? Wer kann mich unterstützen? Und dann als Bild ausmalen, wie es ist, wenn ich es erreicht habe, nochmal und einfach machen. Das hört sich so nach Motivationstrainer an, dieses einfach machen. Aber Mut ist Handeln trotz der Angst. Vielleicht kann man dieses Ziel auch in kleine Steps unterteilen, dass man erstmal so den ersten Schritt macht. Und wenn man sich das doch nicht traut, wenn man jetzt sagt, gut, jetzt habe ich das, was Simone gerade gesagt hat, habe ich mir mal so vor Augen genommen und habe gesagt, ich gehe jetzt los, ich mache das innerhalb der nächsten, was hast du gesagt, 24 Stunden? Wenn ich merke, ich traue mich trotzdem nicht, weil da noch irgendetwas in mir ist, im Glaubenssatz oder dass ich mir meiner Werte nicht bewusst bin oder was, dann würde ich mir einen Begleiter suchen, einen Sparringspartner, einen Coach, der mit mir das mal wirklich mit einem Blick von außen aufräumt. Und das muss eben nicht immer eine Begleitung bei so einem Projekt sein, weil es vielleicht nicht so groß ist. Oder manchmal kann ich mir es auch gar nicht leisten, mir da die ganze Zeit einen Berater dazu zu nehmen. Aber vielleicht mal kurz den Blick von außen und so eine Stärkung, um dann zu sagen, so, ich traue mich. Manchmal hilft es ja auch einfach mit einem engen Freund, Bekannten oder jemand, also so eine vertraute Person zu sprechen, ne, die einem zuhört und dann guckt, okay, wie kann man dich unterstützen? Was kann ich für dich tun? Ne? Das hilft ja manchmal auch schon. Netzwerk ist alles. Ich bin bloß immer so ein bisschen zwiespältig bei Freunden, weil es wird auch ganz oft was ausgeredet, weil Mut ist ja auch was Unterschiedliches, was zu tun. Ne? Zum Beispiel, als ich mich selbstständig gemacht habe, haben 90% meiner Freunde gesagt, du bist verrückt, bleib in den Job.
Und selbst wenn du es als Schmerzensgeld nimmst. Also das, ich hatte ganz viele so sicherheitsorientierte Freunde. Hm. Und in der Familie haben auch alle gesagt, jetzt spinnst du ja total. Jahrelang auf eine Karriere hingearbeitet und jetzt willst du dich selbstständig machen. Was soll das denn? Schon mal genau hingucken, was sind das für Leute? Sind die offen? Geben die mir Ratschläge? Oder haben die einen Blick auf das, was mich ausmacht? Und können die mir die richtigen Fragen stellen und auch an der richtigen Stelle eine Rückendeckung? Ja. So, ja, ne? Ja. Das also, dass das Gegenteil passiert. Also ich sag mal so, achtsam sein, wenig da Frage, weil wir sind ja alle total unterschiedlich. Ja, sehr, sehr wertvoll. Genau. Also nicht gerade wirklich die Leute fragen, die einem so, ich hatte das auch. Also ich kenne das leider nur zu gut. Und ja, okay. Ich glaube, das artet sonst jetzt aus. Ich kann auch weiter blubbern. Aber der Fokus ist jetzt auf dich. Und ich bin total happy, dass du da bist und dir die Zeit nimmst. Was, was habe ich denn sonst noch so Schönes auf meinem Zettelchen? Haha. Was ist denn dein nächstes Ziel oder das, was dir persönlich gerade so ein bisschen, naja, vielleicht Angst macht oder wo du denkst, so, oh, da möchtest du gerne. Woran arbeitest du gerade? Was ist Simones Traum? Momentan, ganz frisch aktuell. Ja, ich habe wieder verschiedene. Ich bin Zwilling. Ich habe immer ganz, also eigentlich habe ich immer zu viele Träume. Aber wenn ich würde es jetzt mal beruflich und privat unterteilen. Okay. Mein beruflicher Plan ist einmal endlich dieses Buch fertig zu schreiben. Jetzt könnte man sagen, es ist eine Zeitfrage. Ist es sicher auch. Aber ich glaube, auch ich muss wieder mal aufräumen an vielen Sachen, die ich mache, die ich auch gerne mache, aber die auch mal wieder priorisieren und sagen, ja, wenn du so viel gerne machst, müssen trotzdem hinten ein paar runterfallen, weil langsam wird es Zeit für dieses Buch. Material gibt es mehr als genug. Das ist ein großes Ziel und da mal aufzuräumen. Und ein Ziel, was mir manchmal so ein bisschen Angst macht, ist, ich möchte gerne noch mehr größere Bühne haben im Bereich Vorträge. Ich habe das vielleicht im Jahr so 5 große Vorträge, die anderen sind eher kleiner. Und weil ich aber ja mit diesem Thema infizieren will, weil ich selber so begeistert bin, geht es eigentlich nur, wenn die Bühnen auch größer werden, um noch mehr Menschen zu erreichen. Und ich habe ja am Anfang gesagt, dass ich da unheimlichen Respekt jedes Mal davor habe. Und es möchte ja auch niemand sich einen Vortrag anhören, dass da eine Rednerin steht, die dann vielleicht vor Angst da auf der Bühne erstarrt. Und sondern, dass ich da genauso lebendig sein kann und mich eben da weiter zu entwickeln und mich zu trauen und loszugehen und zu sagen, ja, ich mache das. Ich sag ja, Mut ist Handeln trotz der Angst. Das wäre jetzt so im Job das Nächste. Ja. Darf ich da kurz mal intervenieren? Ja. Ich finde es total schön. Vielleicht, ja, das kennst du bestimmt, Gedanken tanken. Ja, das finde ich cool. Ich gucke mir da ganz oft Redner an. Das sind viele ganz tolle Redner. Mhm. Naja, vielleicht, die haben ja auf ihrer Internetseite ein Bewirb dich-Button, ja, du als Redner. Und vielleicht, ich meine, die haben tolles Publikum. Und vielleicht ist das ja eine Idee, die ich jetzt einfach mal so in den Raum werfe, um dir ein wenig den Tritt in deinen Allerwertesten zu geben, dass du da hinausgehst. Ich merke schon, das klingt nicht zu einem Mutausbruch sozusagen. Wow. Ja, gerne. Also ich buche mir ein Ticket, ich bin dabei, ich sitze dann im Publikum oder vielleicht komme ich auch irgendwann mit dazu. Yes, das mal. Toll, gut, vielleicht, wenn es dein Bauch sagt, yes. Ja, also wenn ich dran denke, würde ich denken, ja, was für ein Traum. Ne? Mhm. Also das Gedankentanken geht mir immer so durch den Kopf und das nächste wäre auch so eine TEDx. Ne? Ja. Da geht es ja nicht so um irgendwelche schicken Reden, das ist ja manchmal auch sehr, aber das finde ich auch sehr, habe ich mir selber auch schon Tausende angehört, gefühlt, so, das finde ich auch klasse. Auf so eine Next Step, yes. Mhm. Cool. Also ich kann mir das total gut vorstellen, ja, da kommst du, the wet hair lady und rockst das Ding. Ach, voll schön. Oh, das macht total Spaß mit dir. Also das Interview gefällt mir jetzt schon. Mir macht auch Spaß mit dir. Mhm.
Ich mag gar nicht. Ah, doch, warte mal. Ja, weil die Zeit, die rennt immer so schnell. Ich weiß gar nicht, wie spät das ist. Ich interviewe ja ganz gerne auch unsere 100-Jährigen oder überhaupt so Hochbetagte. Und würde einfach einen Bogen spannen. Also der Hintergrund, weshalb ich das mache, ist, mir liegt ganz viel daran, dass die Sachen authentisch sind. Und nicht einfach nur immer Leute zu fragen, die ja ganz viel wissen, aber die Weisheit nicht haben. Ne? Weil Weisheit ist ja dann doch nochmal was anderes, es wirklich erlebt zu haben, dass beispielsweise die Herdplatte heiß ist. Autsch, ich habe sie angefasst. Ja, und wenn du zum Beispiel vor einem 100-Jährigen sitzen würdest, was würdest du diese Menschen fragen? Ich würde ihn nach seinem liebsten Fehler fragen. Ich würde ihn fragen, was war für ihn retroperspektivisch, also von hinten geschaut, ein Fehler, wo er dankbar dafür ist. Das würde ich ihn unbedingt fragen wollen, weil wir ja oftmals im Leben an uns oder mit uns hadern, weil wir glauben, das war vielleicht nicht der richtige Schritt und im Nachgang entwickelt sich daraus eine wunderbare Sache. Ja, und ich würde ihn fragen, was hat ihn so in dieses Alter kommen lassen? Wie hat er es geschafft? Ich gehe mal davon aus, der ist dann noch in der Lebensfreude und auf jeden Fall klar, sonst wäre er nicht für ein Interview bereit. Wie er das geschafft hat, so viele Lebensjahre in so einem, ich sag jetzt mal, glücklichen oder zufriedenen Zustand verbringen zu können. Was ist sein Geheimrezept? Ich glaube, das sind ja die Fragen, die du auch stellst, ne? Ja. Ja, letztendlich geht's ja auch um eine gewisse Quintessenz, ne, die wir, also die jüngeren Generationen, für uns dann quasi mitnehmen können, was das Wichtigste war für einen Menschen. Ja. Das ist natürlich immer sehr pauschal gesagt, da gehört immer auch irgendwie eine Geschichte dazu. Auf jeden Fall. Ja. Es gibt also ich wüsste ganz, ganz viele Fragen, die ich stellen würde, auch wie er aus Krisen, wie er es geschafft hat, aus seinen Lebenskrisen rauszukommen. Das frage ich auch. Oder wenn er nochmal leben könnte, was würde er gegebenenfalls anders machen? Oder wovon würde er mehr machen? Oder was würde er nicht mehr tun? Also ich glaube, diese Menschen sind ein Geschenk für uns. Also das Wissen kann uns nur selber helfen, um eine Einsicht zu bekommen und vielleicht auch eine Wende in unserem eigenen Leben herbeizuführen. Wenn er noch mal leben würde, was würde er anders machen? Diese Frage hatte ich noch nicht, die nehme ich jetzt auf jeden Fall mit auf. Toll, der Wind hat die Antworten, die müssten nichts anders machen, das ist alles gut. Das ist natürlich toll, ne? Ja. Ich stelle dir jetzt, also ich würde dir gerne zwei Fragen stellen, die ich den 100-Jährigen auch stelle. Und die erste Frage, die klingt relativ simpel, hat aber was Tiefgründiges. Okay. Wofür? Achtung. Wofür stehst du morgens auf? Wow. Wofür stehe ich auf? Weil jeder Tag ein Geschenk ist. Ich stehe auf für das Leben. Weil ich mich freue, mit Menschen zusammen zu sein und was zu gestalten. Also ich bin gespannt, ich bin neugierig, was kommt. Natürlich hat das ganz viel damit zu tun, was ich tue. Ich stehe auf für diesen Tag. Es ist schön. Danke. Mhm. Yes. Und die zweite Frage ist relativ simpel wieder. Wofür bist du ganz aktuell dankbar? Also auf jeden Fall bin ich erstmal dankbar, dass ich gesund bin. Wir wissen zwar alle nicht, was in uns drin ist, aber so wie ich mich fühle bei all diesem bewegten Leben, bei der vielen Reiserei, bei den Aufträgen und allem, was auch privat gerade ansteht, ich bin unheimlich dankbar, dass ich gesund bin und um die Menschen, die mich unterstützen. Oh, das ist so wertvoll. Oh ja. Oh ja. Ach ja. Ach, super schön. Okay, coole Sache. Ich mag doch gar nicht aufhören. Ja, dann frage ich dich jetzt einfach mal, wenn die Zuhörer oder die Zuschauer Simone Gervers gerne kontaktieren möchten, wie können sie dich erreichen?
Also in Social Media findet man mich überall. Einfach mal den Namen eingeben. Da bin ich relativ fast auf jedem Kanal vertreten, egal ob Facebook, auf Google+, auf Instagram noch nicht so viel, da soll noch mehr passieren, YouTube. Aber ich habe natürlich eine beziehungsweise zwei Webseiten. Einmal, wenn man mich in meinem Business erreichen will, als Beraterin und Sparringspartnerin, ist es www.coachingforchange.eu. Dieses Vor ist eine 4, also coaching4change.eu. Das ist meine Business-Website, da ist auch ein integrierter Blog, da gibt es auch ein Newsletter, es gibt einen Podcast zu Veränderungsthemen. Aha. Und dann habe ich ja diese, ich nenne es immer Mut-Initiative, es sind die Mutausbrüche eben, diese Interview-Serie, wo ich rausbekommen möchte, wie geht eigentlich Mut. Auf dieser Seite ist auch eine kleine Umfrage. Habe ich weit über 100 Umfragen schon gesammelt. Das ist die Seite www.mut-ausbrüche.de. Da findet ihr ganz viele Interviews und demnächst auch Veranstaltungen, die es geben wird. Da ist was geplant und ich mache sowas Ähnliches wie so ein Mutlabor in 6 oder 7 verschiedenen Städten, das 7. steht noch nicht fest, und möchte da an Themen arbeiten. Und ja, dann wird es auch eine schöne Gala-Veranstaltung irgendwann geben. Ich denke, das wird aber erst im nächsten Jahr sein. Das Jahr ist ja doch schon ziemlich betagt. Und ja, wenn jemand Lust hat, mir seine Geschichte zu erzählen, wenn er glaubt, er ist mutig, wenn er hingefallen ist und wieder aufsteht oder wenn er irgendetwas zum Thema Mut zu sagen hat oder Leute kennt, die mutig sind, die mutige Projekte machen, mutige Unternehmen gegründet haben, die ja als Mutanstifter sozusagen interessant für diesen Blog sind, um ja halt andere Menschen mit mutig zu machen, immer her damit, freue ich mich über jeden Kontakt. Oh, also, ja. Eingeladen. Ja, sehr schön. Also ich werde das auf alle Fälle in den Shownotes verlinken. Und ja, ich hoffe, dass wir uns irgendwann auch mal persönlich kennenlernen, weil wir sind ja gar nicht so weit weg voneinander. Aber ja, das ist eine andere Geschichte. Und vielleicht magst du den Hörern noch irgendwas zum Schluss jetzt ans Herz legen oder irgendwie den noch mitgeben als Tagesausklang oder ja, was dir so am Herzen liegt. Vielleicht möchtest du noch irgendwas sagen. Was möchte ich noch sagen? Wir haben schon so viel gesagt. Also, was ich sagen möchte, ist wirklich, traut euch, euer Leben zu leben. Ich merke es immer wieder, dass so viele, auch junge Menschen, auf irgendwelchen Pfaden unterwegs sind. Das ist gar nicht ihre. Die machen es gut, die machen es auch engagiert und guckt genau hin, was ihr tut. Die Lebenszeit, die ist begrenzt und das Leben ist schön. Es gibt so viele Möglichkeiten. Macht es einfach. Guckt genau hin, macht es einfach und trainiert euren Mut. Seid mutig, kann man nicht sagen, weil das ist ein Befehl. Mut muss aus uns herauskommen. Deswegen trainiert euren Mut. Das ist wie ein Muskel. Lasst euch anstecken, lasst euch von anderen mutigen Menschen infizieren. Lasst euch von anderen mutigen Menschen infizieren. Das ist eine schöne Krankheit. Nein, yeah. Ach, voll schön. Danke, 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 liebe Simone. Es hat mir super, super Spaß gemacht mit dir. Und ja, entfalte dich weiter und inspiriere andere Menschen. Du machst das wahnsinnig toll. Danke dir. Ja, ich danke dir für das schöne Interview. Ich danke dir für dein tolles Projekt. Wünsche dir dabei ganz, ganz viel Erfolg. Und ich freue mich natürlich riesig, wenn wir uns mal treffen. Aber das kriegen wir hin. Wir sind in Kontakt. Yes, danke schön. In diesem Sinne, danke. Habt auch alle einen schönen Tag da draußen. Ja. Dankeschön. Tschüss. Abonniere, bewerte, teile oder kommentiere diese Folge, um die Botschaft und den Podcast weiter zu verbreiten. Kennst du einen interessanten Interviewpartner für unsere Zuhörer? Dann verwende die Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes. Dort findest du ebenso weiterführende Links. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.